Der gelernte Buchhändler Markus Schaden hat 14 Jahre lang in Köln die wohl weltweit bekannteste Buchhandlung speziell für künstlerische Fotografie betrieben und parallel dazu in seinem eigenen Verlag mehr als 100 Fotobücher publiziert. 2012 schloss der heute 57-Jährige sein Geschäft und gründete stattdessen mit The Photobook Museum eine ganze Institution. Bis jetzt noch ohne festen Ausstellungsort reiste er mit Ausstellungen von Köln nach Oslo, Paris, Barcelona, Dublin, Kassel und Krakau. Zusammen mit Wolfgang Zurborn von der Lichtblick School gibt Schaden Workshops, in denen Fotografen lernen, aus ihren Bildern spannende Fotobücher zu machen. Und bis heute zählt er zu den bestvernetzten Experten weltweit. Dennis Scheck gehört zu den populärsten Literaturkritikern Deutschlands. Bereits mit 13 Jahren gründete Scheck eine Literaturagentur. Er entdeckte Autoren wie David Foster Wallace oder Antje Ravik-Strubel für den deutschen Sprachraum und moderiert, seit fast 20 Jahren, das ARD-Literaturmagazin Druckfrisch. Darin empfiehlt und verreist der stets gut gekleidete Scheck Romane und Sachbücher der Spiegel-Bestsellerliste. 2019 veröffentlichte der 57-Jährige seinen eigenen Kanon mit den für ihn 100 wichtigsten Werken der Weltliteratur, darunter auch Comics wie Donald Duck und Tim und Struppi. In diesem Monat ist sein neuestes Buch Schecks kulinarischer Kompass im Pieper Verlag erschienen. Herzlich willkommen, Dennis Scheck und Markus Schaden. Ja, lieber Herr Schaden, was macht denn eigentlich jetzt Ihr Foto? Buchmuseum. Sind Sie gut durch die Pandemie damit gekommen? Wir sind mühsam durch die Pandemie damit gekommen, aber das Fotobuchmuseum, es lebt. Wir haben uns ja... Das ist schon mal die gute Nachricht. 10 Jahre, ja. Das ist die sehr gute Nachricht. Vor 10 Jahren, als wir uns zum letzten Mal fast begegnet sind, 2014, da war das Fotobuchmuseum ja noch mehr Idee als Realität. Aber wir haben über die Jahre doch... alles so Stück für Stück aufgebaut, Sammlungen angekauft, Ausstellungen gemacht, durch die Welt gezogen mit unseren Fotobuchcontainern. Und Sie wissen ja, wir haben ja noch kein wirkliches eigenes Haus, aber da haben wir so ein bisschen aus der Not auch eine Tugend gemacht. Wir sitzen ja mit unserem Büro in Ehrenfeld in der Körnerstraße und haben uns irgendwann gedacht, das können wir so eine Straße auch als sozusagen als Freilichtmuseum oder auch als Open Sky Museum nutzen. Ja. Das haben wir dann vor der Pandemie ganz gut hinbekommen. Dann hat es uns natürlich so ein bisschen in die Büros gedrückt und wir mussten sehen, ob wir da durchkommen. Aber jetzt merkt man, wir haben gerade eine aktuelle Show in einem Nachtclub in Ehrenfeld über japanische Fotobücher. Und da haben wir diese Bar und diesen Club haben wir umgebaut in eine, als Referenz, eine legendäre Bar aus Tokio und da eine Ausstellung reingebaut, also Wände, alles Mögliche gemacht und das betreiben wir gerade. Der Clubbetrieb geht allerdings weiter. Wow, also quasi ein Pop-up-Museum. So ist es, genau. Und das war ja damals, Sie können sich ja bestimmt erinnern, in der Idee, das, so ein Museum aufzubauen, ist ja jetzt auch nicht in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jahren gemacht, dass wir das so ein bisschen umgedreht haben in dem Sinne, wir werden Jahre brauchen, um so ein Haus zu kriegen, um es zu etablieren, zu finanzieren. Und bis dahin nutzen wir die Zeit für Pop-up-Shows und Reisen durch die Welt, unser Netzwerk aktivieren. Und da gehen wir jetzt so ein bisschen gefühlt nach, ein bisschen postpandemisch, gehen wir da jetzt mal so richtig wieder ran. Ich habe ja ein bisschen nachgedacht über die Beziehung, das Verhältnis von Literatur und Fotografie und natürlich auch in meinem Leben und dachte bei der Einladung zu diesem Gespräch, mein Gott, da kommst du doch an deine Kompetenzgrenzen von Fotografie, verstehst du, Scheck doch nun gar nichts. Und es stimmt sicherlich auch so, aber es ist nicht so, dass Fotobücher nicht eine Rolle in meinem Leben gespielt hätten. Ganz wichtig für mich war zum Beispiel in den 80er Jahren, die Wiederentdeckung von Giselle Freund, insbesondere mit ihren Autorenporträts, also diese berühmten Porträts, James Joyce, für den ich mich sehr interessierte, der wurde eigentlich für mich mit seinen Spinnenfingern und so weiter er hatte ja diese Angewohnheit, einen Spinnentanz sogar aufzuführen auf den Straßen von Dublin und dann in Zürich und Triest, durch diese Pariser Aufnahmen von ihr.
Das waren doch Autorenporträts, die sehr, sehr eindringlich waren. Welche Rolle spielt sie in Ihrem Museum? Gisele Freund, wir haben, glaube ich, ein paar Publikationen da, die spielt jetzt keine besondere. Ich habe mich allerdings letztens nochmal über Anlass war ein Grund von einer jungen Fotografin, die sich mit Gisele Freunds Arbeit auseinandergesetzt hat, beschäftigt hat. Die Referenz war dann aber doch nochmal ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Wir sind dann irgendwie auf ein Künstlerbuch gefunden und die Netzwerke, das ist ja das Tolle daran, und die Verquickungen zwischen Fotografie, Literatur, Porträts, Schriftsteller, ist ja nicht nur eine ästhetische, sondern die ist ja auch eine inhaltliche. Also man taucht irgendwie, die Dinge tauchen ja immer wieder auf. Und dieses James-Joyce-Porträt, das brachte uns auf ein tolles Künstlerbuch. Da hat einer genau diese Erstausgabe. Und da musste ich, glaube ich, auch noch an Sie denken, weil wir uns darüber vorher mal unterhalten haben. Das ist eine ganz kuriose Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, dass Sie Shakespeare und Company, beide Erstauflage, und diese Geschichte wird in einem Nachdruck. Das ist diese legendäre Buchhandlung, in der die erste Auflage des Ulysses in Paris erschien. Ja. Das muss man dazu sagen. Und diese Shakespeare-Ausgabe, Shakespeare sage ich schon, diese James-Joyce-Ausgabe bei Shakespeare und Company, Name der Buchhandlung, die hat man gerade nachgedruckt als Künstlerbuch, aber ohne Text, sondern nur das reine Objekt des Buches. Also es ist derselbe Umschlag, aber es ist leer. Und einzig und allein steht hinten die Geschichte von dieser Buchhandlung und von dem Tag, wo das letzte Exemplar, weiß ich gar nicht, dass ich Ihnen vielleicht noch mal eine Geschichte erzählen kann darüber kurz, kam in Paris ein Gestapo-Offizier in diese Buchhandlung und sah diesen Ulysses von James Joyce und wollte den kaufen. Und sie wollte ihm den aber nicht verkaufen. Die Buchhändlerin hieß Sylvia Beach, die hat auch ein wunderbares Erinnerungsbuch an ihren Verlag, ihre Buchhandlung geschrieben. Ja. Genau. Und die Geschichte, die da in diesem Nachdruck da drin steht, die kannte ich allerdings nicht. Und dann hat sie gesagt, nee, ich verkaufe dir, das Buch will ich doch nicht. Und dann war der so sauer, der Gestapo-Offizier, und hat gesagt, ich komme morgen wieder. Und dann verkaufen sie mir das. Und in der Nacht hat sie dann ihre Freundin, Sie wissen sicher, wie sie hieß, von Sylvia Beach, wie hieß sie? Nein, weiß ich nicht. Da kam er gerade auch nicht auf dem Schirm. Dann haben die doch tatsächlich diese ganze Buchhandlung leer geräumt in den ersten Stock. Und am nächsten Tag war diese Buchhandlung nicht mehr da. Der Gestapo-Offizier kam, war eine geschlossene Tür, keine Bücher mehr drin. Die waren alle im ersten Stock, haben sich sozusagen versteckt. Ich habe einmal eine Erstausgabe des Ulysses in den Händen halten dürfen. In Mailand war das, in der Privatwohnung von Umberto Eco. Och, da sind Sie gewesen. Da war ich mal. Vorwand war natürlich ein Interview fürs Fernsehen, für meine kleine literaturkritische Familiensendung. Aber eigentlich bin ich da nur hin, weil er hatte mir angeboten, er war ja mit einer Deutschen verheiratet. Er hatte mir angeboten, und ich komme ja vom literarischen Übersetzen eigentlich her, und da hatte er immer als Wissenschaftler viel darüber publiziert, deshalb kannten wir uns ganz gut, auch über seinen deutschen Übersetzer Burkhard Gröber, hatte er mir angeboten, mal seine Bibliothek sehen zu dürfen. Und das hat mich deshalb so interessiert und fasziniert, weil ich wusste, er ist ja genau wie ich auch ein großer Comic-Fips. Und natürlich hatte er die Erstausgabe vom Ulysses, der hatte auch die Erstausgabe vom Finnegan's Wake. Aber was mich noch sehr viel mehr interessierten, waren natürlich seine Originalzeichnungen der Peanuts und von Superman eine Erstausgabe und von Batman etc. etc. Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, was die damit machen. Ich glaube, inzwischen ist es ein Museum geworden. Ja, soweit ich weiß, gibt es die auch sogar online. Man hat diese Umberto Eco-Bibliothek zumindest zum Recherchieren. Ich habe mich nämlich mal interessiert, wie sieht es denn mit den Fotobüchern bei Umberto Eco aus? Ne? Er ist ein großer Literatur- und Buchmann gewesen und bin aber noch nicht so wirklich durchgedrungen, ob es auch neben den Graphic Novels auch noch eine kleine Fotoabteilung gibt. Also ich habe ja ein paar Bücher mitgebracht. Ich habe es befürchtet. Nein, sonst, ich war ja ganz gut befreundet mit einem Autor, den ich für die deutschsprachige Literatur eigentlich eine der wichtigsten Stimmen nach dem Zweiten Weltkrieg finde, W.G. Sebald. Sebald mochte ja seine Vornamen nicht, deshalb hat er die zu Initialen abgekürzt. Seine Freunde nannten ihn aber immer Max. Und Max ist ja um die Jahrtausendwende beim Autounfall viel zu früh gestorben. Aber Max hatte eine Spezialität,
nämlich dass er in seine Texte Fotografien integrierte. Das sind sehr rätselhafte Bild-Text-Kompositionen. Und ich hatte mal das große Vergnügen, Sebald unterrichtete ja als Literaturwissenschaftler an der University in Norwich. Und dort hatte er ein Programm für Creative Translation und ich durfte ihn da mal ein Vierteljahr besuchen. Und natürlich freundet man sich dann auch an und trinkt den einen oder anderen Whisky da. Und wir hatten mal, das ist mir nämlich in Erinnerung geblieben, ich habe ihn mal darauf angesprochen, warum er in all seinen Texten immer wieder Fotografien auftreibt. Und er hat auch Fotografien gesammelt. Und zwar Fotografien vor 1933. Das war so etwa die Wendemarke. Und was mir sehr in Erinnerung geblieben ist und was ich seither, wann immer ich auf dem Flohmarkt oder sowas alte Fotografien finde, Sebald behauptete, vor 1933 hätten die Leute anders in Kameralinsen geschaut als wir heute. Und ich fragte, inwiefern? Und er sagte, ja, die hätten mehr von ihrer Seele offenbart, mehr von ihrem Innenleben. Und also nicht nur, wenn ich so ein Titelbild jetzt wie hier auf Austerlitz, einem seiner bedeutendsten Romane, sehe, sondern zum Beispiel, wenn ich Fotografien von August Sanders mir anschaue, dann glaube ich tatsächlich, dass wir wirklich uns angewöhnt haben, eine Art von Maske. So wie der weiße Hai vor dem Spielberg-Film ein ganz zahmes Tier war und erst durch den Kinofilm sich in eine reisende Bestie verwandelt hat, so hat auch das Medium der Fotografie, glaube ich, mit unserem Antlitz etwas angerichtet. Wir haben uns angewöhnt, eine Maske zu tragen, auch wenn wir nicht fotografiert werden. Dem würde ich schon so zustimmen. Also ich glaube, die Fotografie hat wahrscheinlich auch in der, und da sind wir natürlich auch bei einem Großen, ich bin ja so froh, dass ich mit Ihnen hier sitze, ist natürlich auch ein Wahrnehmungseffekt. Ja. Wie schaue ich denn auf Fotografie? Und ich glaube, ich will nicht sagen, man hat so eine gewisse Unschuld verloren, aber der Einsatz der Fotografie, wir arbeiten gerade an einem, kann ich dazu sagen, an einem Projekt über Cartier-Vézé, das ist ja diese Porträtfotografie des 19. Jahrhunderts, sozusagen direkt nach den Anfängen, eigentlich schon die erste große privatfotografische, wo Fotografie in das Privatleben gedrungen ist. Und man sieht da ja auch, wenn man auf diese Antlitze schaut, auch selbst schon im 19. Jahrhundert, das erwähnt es ja eben bei August Sander, ich will nicht sagen, dass es sich so ein bisschen eine Unschuld, aber es war schon eine gewisse Form von Respekt auch vor dem fotografischen Akt, ne, dieses Fotografieren. Also so, ich glaube, man musste die Leute damals gar nicht so sehr in eine Pose, sondern ich will mal sagen, eine gewisse eine technische Ehrfurcht auch und eine abbildende, weil die Fotografie, wir wissen es selber, ist kein wirklich altes Medium. Wir schaffen es noch nicht mal mit der Fotografie auf 200 Jahre. Na, wir wissen ja am 19. Allemal, ja. Allemal. Ne, aber 1832, oder? Ja. Genau, ja. Wenn wir aber drüber gucken, ist das, wenn man da mal für Sie als Experten, der jetzt der geschriebenen Literatur jetzt mal zurückguckt, dann sind wir ja fast noch in so einem Frühstadium der Wahrnehmung, der Rezeption. Wie gehe ich dann mit Fotografie um? Was ich sehr interessant finde, damit habe ich mich in den letzten Jahren auseinandergesetzt, nämlich was die moderne Hirnforschung zum Lesen sagt. Und da gibt es eine amerikanische Wissenschaftlerin, die publiziert darüber, auf der Basis von Untersuchungen am Gehirn im CT und so weiter, die sagt, Lesen ist die einzige Art, unser Gehirn zu verändern, über die wir verfügen. Ich bin ganz sicher, dass das Betrachten von Fotografie ebenfalls dazu zählt oder von Bildern. Aber das Interessante ist, wir wissen überhaupt nicht, was wir physiologisch, welche Änderungen wir in unserem Gehirn durch das Lesen oder das Betrachten von Fotobüchern auslösen. Wir wissen nur, dass es Veränderungen am Gehirn auslöst. Es werden andere Muster dadurch sozusagen geprägt, andere Synapsen, Verästelungen benutzt. Und das ist ja wirklich etwas Verblüffendes. Das kann natürlich auch ins Gegenteil umkippen, wenn Sie
Hölderlin und Kafka lesen, ganz wunderbar. Aber was ist, wenn Sie Paulo Coelho lesen? Das kann ja irreparable Schädigungen an Ihrem Gehirn auslösen. Ja. Das ist wie drei Schachteln Rothändle auf Lunge. Ja, ja. Also vielleicht müsste man Bücher aber mit entsprechenden Warnhinweisen. Aber ich muss mal kurz dazwischen. Aber das ist natürlich, also Hirnforschung ist ja ein toller Aspekt. Und die große Frage, die... Gerade wenn man so Publikationen über, wie ist die Wahrnehmung, wie verändert sich in dem Fall ja das Gehirn, ist natürlich eine tolle Frage. Was mich interessieren würde, in der Wahrnehmung, also wir beschäftigen uns, ich setze mal ein bisschen vorher an, ist eine Art Erfahrung, um diesen Fortschritt, um so Lernen, um Erfahrung zu machen. Wir kennen es ja aus der Musik, jemand, der... ich will mal sagen, 500 Mal eine Beethoven-Symphonie gehört hat, der hat seine Erfahrung, der weiß wie, der kann es beurteilen. Und eine Leseerfahrung, nicht nur auf die Worterkennung und die Sätze, sondern die macht ja auch mit den, na, ich meine, Sie als sehr, sehr belesener Mensch, Sie haben die ganzen Sachen drin, Sie können Vergleiche, das Hirn macht sich sozusagen, glauben Sie denn, und das ist meine große Frage, ob diese Art Seherfahrung, jetzt mal auf Fotografie übertragen, dass die vielleicht zu wenig ist, um visuelle Literatur prominenter, populärer in der gesamten Kultur verankert zu haben? Da würde ich schon die Diagnose in Zweifel ziehen. Also erstens mal, wir erleben ja gerade in Form der sogenannten Graphic Novel, dass nach und nach Comic große Popularität auch in Deutschland erleben. Ja, lange hieß es ja, tut uns leid, es funktioniert in Italien und es funktioniert vor allem in Frankreich, in Belgien, in Luxemburg, aber in Deutschland nicht. Viele kriegen diese Bild-Textschere nicht geschlossen. Ja, wir wollen in Deutschland nicht das buchlange Comic. Also das hat sich ja inzwischen schon etabliert. Ich bin nicht sicher, ob das Fotobuch unterrepräsentiert ist, wenn ich denke, welche riesige Rolle Fotografie in unserem Alltag qua Werbung spielt. Und wenn ich, Stichwort Gursky, den riesigen Raum, den Fotografie in der modernen Kunst einnimmt, betrachte, dann glaube ich doch, dass es da kein Grund zu Minderwertigkeitsgefühlen gibt. Aber nochmal zurück zur Hirnforschung und zum Lesen. Es geht gar nicht ums Vergleichen in diesem Falle, sondern was ich auch im Gespräch mit einem deutschen Hirnforscher feststellte, Lesen, und ich glaube, das Betrachten eines Fotobuches ist auch eine Art von Lektüre, denn Lesen beruhigt unsere Todesangst. Wissen Sie, vom Natur aus sind wir, wir haben alle diese schnatternden Äffchen auf unseren Schultern und sind eigentlich mit unserem Bewusstsein, unserem Geist so angelegt, dass wir ständig wie ein Hase in seiner Sasse auf dem Feld ständig scannen, wo lauert die Gefahr, wo droht meinem Leben hier Schaden zugefügt zu werden. Und Lesen chillt uns runter, verlangsamt die Herzfrequenz und ist tatsächlich die Möglichkeit, diese permanente Todesangst, diesen permanenten Handlungstrieb, dieses Fight-or-Flight-Syndrom zu pazifizieren und uns überhaupt mal in ein etwas, reflektierteren Zustand zu bringen. Unsere Theorie, die quetsche ich jetzt mal da rein, ist natürlich auch, vielleicht würden Sie mir da zustimmen, dass in der Wahrnehmung und wie lese ich ein Fotobuch, was genauso unterschiedlich sein kann wie unterschiedlichste Arten von Unterhaltungsliteratur, High-End, Poesie, Short Stories, Novels, was auch immer, Graphic Novels, sind wir überhaupt in der Lage, wenn wir uns ein Fotobuch anschauen, das überhaupt erstmal zu erkennen, haben wir überhaupt die Idee zu erkennen, ich will mal sagen, wenn Sie in ein Buch reinschauen, da brauchen Sie nicht lange, um zu sagen, okay, das ist jetzt ein dicker Roman oder hier haben wir zu tun mit Kurzgeschichten oder einer Essay. Haben wir denn überhaupt gelernt, ein Fotobuch so zu betrachten? Und da schließt sich sozusagen unsere Theo an. Haben wir überhaupt eine Art, im Englischen würde man sagen, eine Visual Literacy, eine Art Poetik, ne? eine fotografisch-literarische Idee, wie wir das überhaupt einordnen. Ich will mal ein Beispiel nehmen. Wenn wir, Sie hatten ja hier den Sebald jetzt. Man muss hier erstmal schauen, wie setzt er
in diesem Buch die Fotos ein. Ne? Die haben auf den ersten Blick, sitzt natürlich so ein bisschen illustrativ, sie scheinen irgendeine Bedeutung nicht, zu haben. Ist nicht, es ist eine zweite Ebene. Ja, aber ist auch wunderbar in dieser Analyse. Und wir haben gedacht, vielleicht braucht man das ja, um vielleicht der Traum ist, hat irgendwann Dennis Scheck an abends in seiner kleinen Familienshow so einen Stapel Fotobücher hat und man schaut die an und bespricht sie genau wie geschriebene Literatur und sagt, oh, hier gibt es eine Neuerscheinung. Dann haben wir das Buch von Frau Deporter, die macht hier Fotografien über eine ehemalige Tänzerin und wir wissen selber nicht, es ist eine fiktive Form. Sie nutzt unterschiedliche ästhetische Formen, die Bilder selber haben eine Art und Weise, wie sie in dieses Buch eingepflegt sind. Man hat vielleicht auch genau sowas, das haben wir so ein bisschen rausgekriegt durch unsere Workshops. In den ersten 5, 6, 7 Bildern legt sich sozusagen eine Leseart und da kommen wir auf den wichtigen Punkt. Also unsere Beschäftigung mit, wie lese ich denn überhaupt ein Fotobuch? Wie erkenne ich, wie bewege ich mich in einem bestimmten Sprach, also auch in einem visuellen Sprachmuster, damit ich überhaupt ein ganzes Buch durchgucken kann und das nicht ein dadaistisches Mix da ist. Da kommt natürlich so ein bisschen was dabei. Ja, ein bisschen Training. Oh, ich sehe es schon. Oh, Hand. Hamburg, ja, ich bin mit zwei Autoren, internationalen Autoren befreundet, die beide Fotografen sind. Und der eine ist eben der türkische Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk und der andere ist der Ungar Peter Nadas. Dem wünsche ich den Nobelpreis, der hat ihn noch nicht, der wird in diesem Herbst 80. Aber zurück zu Pamuk. Pamuk hat ja bei Steidl einige wunderbare Fotobände veröffentlicht, die mir vor allem in der Pandemie viel gaben. Pamuk ist mal aufgefallen, dass das Licht der Straßenlaternen in Istanbul ein ganz besonderes ist, nämlich die verbreiten so einen orangen Schein. Und deshalb finde ich schon die äußere Gestaltung dieses Buches ganz wunderbar, weil es eben orange heißt und natürlich auch orange eingebunden ist. Diese Laternen werden aber nach und nach ausgetauscht zu Energiesparlampen, die nur noch weiß blöd leuchten. Und er möchte eben hier in diesem Buch dokumentieren, wie dieses warme Licht Istanbul ja so angenehm gemacht hat. Die beiden, Peter Nadas und Orhan Pamuk, haben sehr präzise über das Verhältnis von Fotografie und Literatur nachgedacht. Nämlich etwas Licht. Ich hatte nämlich auch mal zu Besuch mit Peter Nadas damals, in den späten 90ern. Der natürlich, für ihn ist das bei Nadas, das Medium der Fotografie natürlich auch ein Medium der Historie. Es geht um das magische Festhalten des Augenblicks, der natürlich in der Fotografiegeschichte, also in diesem Fall auch des historischen Augenblicks, eine große Rolle spielte. Ich kenne die beiden, er hatte auch noch ein anderes, man muss dazu sagen, er hatte ja noch dieses tolle, der blaue, ne, den Blick auf den Bosporus. Eben auch in der Pandemie sehr treffend, nämlich wo er jeden Tag auf seinen Balkon trat und immer eine Aufnahme machte und er hat eine spektakuläre Wohnung mit einem Balkon, der zum Bosporus hin ausgerichtet ist und es ist ein großes Vergnügen, dieses Buch in die Hand zu nehmen. Ja, ich bin dabei. Und unsere Frage stellt sich, dieses Bilderlesen, da bringen wir jetzt diese Hirnforschung auch wieder zusammen. Wie funktioniert die eigentlich und wie brauche ich wirklich eine Art von Lernerfahrung? Anders ausgedrückt, muss nicht, und die These würde ich jetzt mal so aufstellen, müsste nicht das Bildungsministerium eigentlich hingehen und sagen, okay, wir lernen von Grund auf lesen und schreiben. Wunderbar. Also ich beschäftige mich, verstehe, wie Wörter, wie Sätze, wie Sprachen, wie Poesie, wie verstehe ich diese geschriebene Sprache. Und wenn man das jetzt mal überträgt auf die visuelle Art, wir haben ein Foto, wie lese ich dieses Foto, wie analysiere ich? Die Notwendigkeit steht ja heute gar nicht zur Diskussion, weil die Bilder sind überall. Wie schaffe ich denn damit, überhaupt klarzukommen? Und jeder, ich wahrscheinlich Sie auch, und jeder hat da irgendwie mindestens 5.000 bis 10.000 Fotos auf seinem Handy. Wie kriege ich das kanalisiert? Da sind wir noch in dem anderen privaten Gebrauch. Aber dieses Verstehen, also diese, ich halte da so ein bisschen nach, diese Poetik des Visuellen, ob man die nicht auch irgendwie in so einem Bildung, so einem Kanon unterbringen müsste, um auch Schüler oder junge Leute einfach diese Lesbarkeit von Bildern beizubringen. Um vielleicht genau dieses Hirn auch, nicht nur die Kontemplation
der Vergänglichkeit und des nahen Todes immer, der Effekt bleibt ja gleich. Aber glauben Sie denn, dass man das lernen? Also, naja, wir müssen es ja lernen, naja. Es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Aber ich interessiere mich nicht für pädagogische Fragen. Ich bin kein Didaktiker, ich muss keine Lehrpläne aufstellen und erstellen. Für mich sind Schulen Kinderverwahranstalten. Mit Enzensberger gesprochen, was da die armen Lehrkräfte aushalten müssen und die armen Schülerinnen und Schüler, abgekürzt SUS, habe ich mir jetzt sagen lassen, die SUS also alles erdulden müssen. Für mich sind das alle Orte großen Leides, genauso wie Gefängnisse. Ja. Aber also mit anderen Worten, da mögen andere, kompetentere Menschen darüber nachdenken. Ich greife aber auf, natürlich brauchen wir eine visuelle Ausbildung. Und in Zeiten von Deepfakes und Fake News erst recht, weil wir ja immer noch, glaube ich, jedenfalls in meiner Generation, ich bin Jahrgang 64, ein zu großes Zutrauen in das Authentische eines Bildes haben. Aber nicht erst seit Woody Allen Selig wissen wir, was man alles auch im Bewegtbild manipulieren kann, erst recht in der Fotografie. Also die Fotografie ist allgegenwärtig, sie dient aber sozusagen als Ausweis et in Arcadio Ego, ja, schau her, ich unter Schiefe Turm von Pisa und ich am Kolosseum und so weiter. Aber warst du wirklich in Pisa oder warst und wirklich in Rom oder ist das eben alles Photoshop und wie diese Programme alle heißen? Diese Trennlinie wird ja immer unklarer, bis hin zur Bildmanipulation mit den diversen Filtern, ja. Du und dein Revenge-Body im Internet, ist das wirklich dein Körper oder ist das eben nur ein Filter? Das sind Fragen, die, glaube ich, uns viel stärker noch beschäftigen werden und wo wir einen viel größeren Täuschungsabsichten vielleicht unterstellen müssen. In der bildenden Kunst ist ja, hat mich immer sehr ein Künstler beeindruckt, der täuschend echte Schilder malt, die er in Umlauf bringt, also Gemälde, die aber aussehen wie ein Autobahnschild, eine Ausfahrt oder so, die er aufstellt in der Hoffnung, dass die gefunden werden. Ja? Mhm. Da merkt man erst, was für ein Schilderwald, ein Zeichenwald uns umgibt. So in solche fotografischen Ansätze finde ich auch sehr interessant. Ich will aber noch auf was anderes hinaus. Ich habe nämlich tatsächlich einmal selber ein Fotobuch auf den Markt gebracht, ach, ja, oder jedenfalls dafür gesorgt. Nein. Und zwar dieses. Der Manesse Verlag feierte sein Jubiläum mit dieser Ausgabe, einer Prachtausgabe der italienischen Reise von Goethe mit Fotografien von Helmut Schleiß. Schleiß. Und dieser Helmut Schleiß, ja, der sprach mich mal an. Also der deutsche Autor, die deutsche Autorin ist ja nicht mehr irgendwo stationär, sondern wir sind ja permanent auf Lesereise. Ja, das ist eine Existenzform, das machte ich mir vorher auch nicht klar. Ich bin so etwa 150, 180 Tage im Jahr unterwegs. Und irgendwann auf einer Lesereise auf der Schwäbischen Alb tippte mich ein Mann auf die Schulter und sagte, er wäre Fotograf. Und ich sagte ja und er klagte mir sein Leid und sagte, also mit der Fotografie in so einer schwäbischen Kleinstadt ist ja wenig mehr zu verdienen. Und deshalb, ehe er Konkurs ginge, habe er seinen Laden von sich aus schon geschlossen und habe sein Vermögen investiert in ein Wohnmobil. Der hat so einen umgebauten R4 gehabt und sei damit nach Italien gefahren. Ich hörte dem geduldig zu und er sagte ja, er habe den Ehrgeiz, Goethes italienische Reise nachzufahren und exakt herauszufinden, wo Goethe stand, als er was beschrieb. Und wir reden hier wirklich von der Frage, stand Goethe am zweiten Fenster von links oder am dritten Fenster von links? Und er hat Jahre seines Lebens investiert und genau das fotografisch mit einer Hyperpräzision festzuhalten. Mich hat am meisten begeistert, ich bin nicht sicher, ob ich das hier habe, ich besitze nämlich eine dieser Fotografien, die habe ich ihm noch am selben Abend abverkauft, nämlich eine Aufnahme der Via Appia, die Via Appia in Rom. Und er hat es fertiggebracht, die so aussehen zu lassen, als wäre sie quasi, das ist ja also eine authentische römische Straße, als wäre sie
noch wie zu Zeiten Cäsars oder Augustus zu sehen. Und ich weiß, wie schwer das ist. Warum? Weil die Via Appia heute der Straßenstrich von Rom ist. Das heißt, die Via Appia ohne Menschen zu fotografieren, sei es Prostituierte oder Freier, ist nahezu unmöglich. Und er hat diese Aufnahme hier geschaffen, einer menschenleeren Via Appia. Und ich sprach den anderen und sagte, wie haben Sie das geschafft? Und er sagte, es dauerte 3 Tage. Das war dieser Nunkstanz. Ja, so hat es wahrscheinlich der Goethe noch gesehen. Vielleicht war bei Goethe auch schon in Betrieb. Er hat es jedenfalls nicht festgehalten. Aber ich durfte das Nachwort zu diesem Buch schreiben, aber dieser Mensch hat mich unglaublich beeindruckt, weil der, also wirklich sensationelle Fotografie, offen gestanden, ich hielt es zunächst für eine Zeichnung, weil ich das überhaupt nicht als Fotografie noch erkennen konnte. Aber es freut mich sehr, weil der sprach mich eben an und sagte, jetzt bin ich, also ich kam dann 2 Jahre später nochmal in diese Buchhandlung und sagte, jetzt bin ich fertig mit diesem Projekt. Hast du mir einen Verlag? Und ich werde ja sehr oft angesprochen von hoffnungsvollen Nachwuchsautorinnen und Autoren. Hast du mir einen Verlag? Und ich habe da schon so eine Stanze und sage, ja, ich komme ja am Ende der Verwertungskette als Kritiker nicht am Anfang. Sie brauchen einen Agenten, der bin ich nicht. Aber so sagte ich das auch. Und mit Fotobüchern habe ich gar nichts am Hut und kann mir das auch nicht vorstellen. Noch am selben Abend aber machte es Klick und ich schickte dem Manesse-Verleger eine E-Mail. Jetzt hatte ich mit einem aber nicht gerechnet. Der war vorher beim Fotobuchverlag tätig und er ist ein Sammler von Fotografien. Bei welchem war der? Das habe ich jetzt wiederum vergessen, aber bei einem bekannteren Fotobuchverlag. Reno, Schirmer. Nee, Schirmer. Schirmer. War das Brauns vielleicht? Braus, ja. Ja, Braus, Edition Braus. Edition Braus, das heilt. Ich glaube, ja. kurz und gut, der machte sofort, sagte er, das ist das Projekt, auf das ich gewartet habe. Wir haben irgendwie 100-jähriges Verlagsjubiläum oder sonst was oder 75-jähriges Verlagsjubiläum, das machen wir als Jubiläumsband. Und so ist dieses Buch tatsächlich erschienen und ich durfte ein Nachwort zu Goethe schreiben. Ich meine, da hat man es doch geschafft, wenn man Goethe benachworten darf. Aber es hat ihm nicht geschadet, weil Manesse ist ja jetzt nicht für die Fotobuchproduktion bekannt. Nein, das wurde in Italien sehr aufwendig produziert und die haben sich wirklich Mühe gegeben. Im Gegenteil. Ich glaube, der ist ganz zufrieden damit. Weil also Goethe und Helmut Schleiß und also mich noch als Nachwort, da kann man doch als Fotograf sich nicht beschweren. Aber meine Frage ist, gibt es überhaupt bei Ihrer Sicht auf die ganze Produktion, gibt es da noch so was, wo so eine Kraft zwischen Literatur und Fotografie auf so ein bisschen auf Augenhöhe, gibt es da überhaupt noch, sendet man ihnen noch Fotobücher parallel zur Literatur? Und ich bekomme ja so etwa 2.000 bis 3.000 Bücher im Jahr zugesandt. Und solange ich noch Redakteur beim Deutschlandfunk war, war das kein Problem, weil ich da ein Sekretariat hatte und so weiter. Inzwischen muss ich die Pakete und Päckchen selber öffnen. Ich habe oft Schnittwunden an meinen Händen, weil ich da gilt es natürlich sofort eine Triage durchzuführen. Die findet auf meinem Küchentisch statt, nämlich welches Buch bleiben darf und welches sofort in den Keller verbannt wird. Ja, und oft genügt mir da natürlich schon der Blick auf den Autorennamen, um zu sagen, dich lese ich im Leben nicht. Ja. Wenn da Paolo Coelho zum Beispiel draufsteht oder Sebastian Fitzek etc. Oh, sowas lese ich ja nur, wenn ich Mörderkohle dafür bekomme. Ja. Aber ernsthaft, klar kriege ich auch Fotobücher, einige zugeschickt, manche bestelle ich mir auch. Sagen wir so, ich muss es jetzt etwas breiter adressieren. Ich habe immer bedauert, dass wir fast alle mit Bilderbüchern ja sozialisiert werden als kleine Kinder. Aber je mehr wir erwachsen werden, umso mehr verschwindet das Bild aus unseren Büchern. Und das ist wirklich, wirklich sehr bedauerlich. Ja, weil wenn Sie die Evolution des Buches betrachten, dann haben wir ja die gesamte mittelalterliche Literatur ist ja illuminiert. Und das heißt illustriert. Mhm.
erst mit der Neuzeit verschwinden die Illustrationen mehr und mehr aus den Büchern, bis wir eben dann bei den heutigen reinen Bleiwüsten ankommen. Ich versuche das bei meinen eigenen Büchern zu vermeiden. Ich arbeite seit vielen Jahren ja mit Illustratoren gerne zusammen. In diesem Fall in den letzten Büchern mit dem wunderbaren Kuhlmann, Torben Kuhlmann, der mit Einstein und Armstrong und Lindbergh internationale Bestseller hatte, die sich viel tausendmal verkauft haben, indem er nachwies, dass die Leistungen, die wir mit diesen Namen verbinden, erster Flug zum Mond, Transatlantiküberquerung, nicht etwa Leistungen der Menschheit sind, sondern Leistungen der Mausheit. Also ich kann Ihnen nicht erklären, warum die Bilder aus unseren Büchern verschwunden sind, aber ich tue mein Möglichstes, sie wieder hineinzubringen, weil ich illustrierte Bücher auch mit Fotografien schöner finde, als eben nur Bleiwüsten, sondern das Buch. Das machen sich ja die wenigsten klar, dass das Buch eine vieltausendjährige Evolution hinter sich hat. Also von den berühmten Marmortafeln und den Höhlenzeichnungen, Höhlenzeichnungen von den Tontäfelchen der Sumerer bis zu diesem Gegenstand hier mit blätterbaren, nummerierten Seiten, einem Index, dass ich überhaupt weiß, also über Rolle, Kodizes, ja, Manuskripten, dass ich überhaupt weiß, wie man so ein Buch benutzt, ist ja auch ein Wissen, dass ich also einen Index habe, ein Register, wo ich was nachschlagen kann, dass es Spazien zwischen den Wörtern, also Leerzwischenräume gibt, dass es Zeilen gibt, dass es Absätze gibt. Das sind ja alles nicht natürliche Dinge, sondern das sind ja Erfindungen, wie das Feuermachen oder das Rad, ist das Buch auch eine hochkomplexe Maschine. Wir sind gewohnt, dass wir an Bücher wie Naturgegenstände denken, aber tatsächlich ist ein Buch eher sowas wie eine hochkomplexe mechanische Uhr, also wo viel tausend Jahres Know-how drin steckt. Und diese Evolution des Buches, die ist ja überhaupt nicht abgeschlossen, sondern die geht weiter. Also wir erleben das E-Book. Versuchen sie weiterzuentwickeln. Ja, genau. Was ich natürlich insbesondere, wissen Sie, ich hatte ja immer als Kind einen Traum, nämlich das schlaue Handbuch von Tick, Trick und Track. Ein Buch, in dem alles steht. Im Grunde haben wir ja jetzt so ein Buch. Vielleicht müssten wir unsere Smartphones einfach Buch nennen. Wo wir über Bilder verfügen und über Texte und ständig wechselnde Inhalte. Das macht mir schon große Freude, dass ich sowas erleben darf, wenn ich natürlich auch also so ein Leinenband von Steidl lieber in der Hand halte als meinen E-Book-Reader. Wie sieht es denn mit Ihrer Einschätzung der Zukunft aus? Wie ist die Zukunft des Fotobuchs? Also ich glaube schon, dass wir, es wird eine Anstrengung sein, es wird auch Zeit brauchen, visuelle Literatur weiterzuentwickeln. Ich glaube, von der Autoren- und Autorinnenseite, aus der Begeisterung von speziell auch jungen Fotografen, die dieses Medium für sich entdecken, und das muss man sagen, heute eine Galerie zu finden, eine Ausstellung zu organisieren, ein Museum, alte klassische fotografische mediale Vermittlungssysteme, die natürlich da mit so einem offenen, demokratischen Objekt wie ein Buch, weil der auch nicht so teuer ist wie ein fotografischer Print, oder natürlich da stehen die Türen offen. Also ich glaube, es wird davon abhängen, wie weit schaffen wir dazu entwickeln, dass sich das fotografische Buch oder die visuelle Literatur insgesamt als auch über so ein Narrativ seinen Platz finden wird in der Gesamtkultur, auch in so einer Lesekultur. Und ich erzähle zum Schluss noch ein Buch, was ich nicht, Dankeschön, was ich nicht mitgebracht habe. Ich besitze eine Erstausgabe von Arthur Conan Doyle, der ist berühmt für Sherlock Holmes, der hat aber auch andere Bücher noch geschrieben, The Lost World. Und das ist quasi die Vorlage für Jurassic Park. Oh. Das ist eine Geschichte, wo Professor Gallagher nach Südamerika fährt und auf einem Plateau, einem Hochplateau, tatsächlich noch lebende Dinosaurier entdeckt. Zur Publikationsgeschichte um die Jahrhundertwende, also vom 19. zum 20., gab es ja noch weiße Flecken auf der Landkarte, war also gerade noch möglich, war ein Riesenerfolg. Und diese Ausgabe erschien mit Fotografien.
Och. Jawohl, und zwar Fotografien nicht nur von Professor Gallagher an seinem Londoner Schreibtisch, das ist des Frontispiz, na, von den Dinosauriern natürlich, ja. Und ich glaube, darin liegt die Zukunft im Verhältnis von Fotografie und Literatur. Ich glaube, von solchen Büchern, wie Conan Doyle schon Fotografie benutzt hat, um seinen Roman auszustatten, davon möchte ich auf jeden Fall mehr sehen. Danke fürs Gespräch. Ich habe zu danken. War mir ein Vergnügen. Mir auch.